So, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zum heutigen Webinar Bilder teilen und verwalten. So gelingt Ihnen die visuelle PR mit PR Gateway. Und bevor ich mich gleich bei Ihnen vorstelle, möchte ich noch kurz von Ihnen wissen, ob Sie mich auch laut und deutlich verstehen können. Dafür können Sie einfach mal kurz rechts den Chat nutzen und mir ein kleines Feedback geben. Aber das sieht schon sehr gut aus. Wunderbar. Es kann gut sein, dass jetzt nach und nach noch ein paar Teilnehmer mit reinkommen werden. Die seien natürlich auch recht herzlich begrüßt. Es wird zu diesem Webinar eine Aufzeichnung geben. Das heißt, dass Sie dann sich das ganze Webinar auch noch einmal in Ruhe anschauen können. So, einer hat kurz gesagt, der Ton ist ein wenig leiser. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich kann ihn auch ein bisschen lauter machen. So. Ich hoffe, das ist mit den Einstellungen ein wenig besser. Ich möchte mich kurz bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Michael Schiermacher. Ich bin seit 3 Jahren als Referent für Online-PR und Social Media für die Unternehmenskommunikation bei PR Gateway verantwortlich und führe Sie durch das heutige Webinar. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Was ich Ihnen heute zeigen möchte, bei mir dauert es jetzt ein bisschen, bis das Bild von der Präsentation kommt. Es kann manchmal sein, wenn das ein bisschen lädt, beziehungsweise wenn wir so viele Teilnehmer im Webinar haben. Sie können mir ja mal kurz ein Feedback geben, ob Sie bei sich die Präsentationsfolie sehen. Bei mir sehe ich im Moment leider nichts. Ah, wunderbar. Jetzt ist sie bei mir angekommen. Ja, es kann ein bisschen dauern. Das möchte ich kurz hier entschuldigen, weil wir natürlich so viele Teilnehmer sind. Da kann es schon mal sein, dass sich die Präsentationsfolie ein bisschen länger aufbauen. Ich möchte Ihnen heute in diesem Webinar zeigen, welche PR-Botschaften Sie mit Ihren Bildern transportieren können, wie Sie vor allem Ihre Bilder auch dazu nutzen, Ihre Markenbekanntheit zu steigern und Ihr Image als Unternehmen im Internet zu pflegen und welche Bilder Ihnen für eine abwechslungsreiche und ansprechende Online-PR zur Verfügung stehen, um auch wirklich Ihre Zielgruppe langfristig zu unterhalten und natürlich, wie Sie mit PR Gateway Ihrer Unternehmenskommunikation eine visuelle Note verleihen. Das heißt, wir gehen da nochmal darauf ein, wie Sie Bilder mit PR Gateway in Verbindung nutzen können. Bilder haben verschiedene Eigenschaften. Sie können auf der einen Seite uns Geschichten erzählen, indem zum Beispiel durch Ihre Bildkomposition, durch das, was dargestellt wird. Das können Geschichten sein, die sich auch im Text widerspiegeln. Das können allerdings auch Geschichten sein, die vielleicht nur zwischen den Zeilen zu sehen sind. Geschichten, die vielleicht auch nur dieses Bild erzählt. Sie transportieren zudem Botschaften, regen uns aber auch zum Nachdenken an und können auch Emotionen wecken. Können verschiedene Emotionen sein. Wenn man natürlich in der Unternehmenskommunikation Bilder verwendet, sollte man am Ende mit einem guten Gefühl rausgehen. Das heißt auch mit einer guten Emotion. Und sie erhöhen die Aufmerksamkeit. Warum das so ist, das sehen wir gleich auch nochmal anhand der Macht der Bilder, was das Bild eigentlich genau mit dem Menschen macht, mit uns macht. Bilder machen zudem aber auch neugierig. Das heißt, wir möchten gerne das Bild näher kennenlernen, wir schauen uns das Bild näher an, wir versuchen wirklich alle Teile eines Bildes zu erfassen. Und wenn jetzt zum Beispiel kein Text dabei stehen würde, versuchen wir natürlich die Botschaft dieses Bildes herauszufinden. Das Bild kann uns so also auch Rätsel aufgeben. Es kann unterhalten. Wir sind also unterhalten, indem wir wirklich versuchen, die Information, die Botschaft in einem Bild für uns festzustellen und zu verarbeiten. Aber Bilder können uns zudem auch staunen lassen. Zum Beispiel durch besondere Perspektiven, wie es wir jetzt bei diesem Bild von Ring PR sehen. Sie haben auch die zwei letzten beiden Bilder gesehen. Das sind jeweils Fotografien, Bilder von PR Bild Award 2013, hier der erste Platz in der Kategorie Tourismus und Freizeit. Sie lassen also staunen durch besondere Bildkompositionen, durch bestimmte Perspektiven. Sie sind in erster Linie aber auch Kunst. Kunst ist jetzt in dem, was ich genau meine, was ich Ihnen hier vermitteln möchte, natürlich ein weit dehnbarer Begriff. Kunst kann auf der einen Seite natürlich sein, dass eine kreative Umsetzung ist. Nun ist es natürlich so, dass nicht in jedem von uns ein Künstler steckt. Kunst kann aber auch die Botschaft sein, die das Bild vermitteln soll. Und wenn die Botschaft ankommt, die mit dem Bild transportiert werden soll, dann ist das in dem Sinne auch Kunst.
Doch was genau ist eigentlich so wichtig an Bildern, beziehungsweise was machen Bilder mit uns? Was ist die Macht der Bilder, von der jeder spricht? Sie können da einfach ganz den Selbsttest wagen, indem Sie auf eine beliebige Internetseite gehen und wirklich mal bewusst registrieren, worauf Sie zuerst achten. Und es werden Bilder sein, es werden Fotos sein, es werden grafische Darstellungen sein. Bei Videos werden es zum Beispiel auch Bewegbilder, wenn sich gerade auf der Webseite etwas bewegt oder etwas blinkt. Das ist ganz einfach so, weil wir Menschen ein Augentier sind. Das heißt, wir nehmen die Umwelt durch unsere Augen wahr, wir scannen unsere Umwelt und verarbeiten das auch. Und so ist das dann auch im Internet, so ist das auch bei Bild- und Textkombinationen. Wir achten zuerst auf das Bild und in der Wahrnehmungshierarchie rückt der Text an die zweite Stelle. Das heißt, wir können schon mit einem Bild die Aufmerksamkeit unserer Zielgruppe, die Aufmerksamkeit der Leser auf unsere Beiträge lenken. Die Macht der Bilder macht aber noch etwas anderes. Zum einen bleiben Bilder im Gedächtnis. Das liegt ganz einfach daran, dass wir Bilder schneller erfassen können, als wir Text erfassen können. Wir schauen uns Bilder an, uns bleiben die Bilder im Gedächtnis, wir erinnern uns an die Bilder. Jetzt ist bei jemandem der Ton weg, sehe ich gerade. Ist das bei den anderen auch der Fall, möchte ich ganz kurz nachfragen. Okay, dann scheint es da gerade ein individuelles Problem zu geben. Aber ich denke, da kann sich auch kurz die Regie drum kümmern. Bilder bleiben im Gedächtnis. Wir schauen uns Bilder an. Wir registrieren Bilder. Sie sind leichter zu verarbeiten als Text. Bilder schaffen aber auch Assoziationen. Das heißt, wenn wir Bilder verwenden, können wir eine Verbindung schaffen zu unserem Unternehmen. Das heißt, immer wieder, wenn wir dieses Bild sehen, wenn wir ein Bild auch mehrfach verwenden, dann brennt sich das Ganze im Gedächtnis der Zielgruppe ein und sie sieht, aha, dieses Bild gehört zu diesem Unternehmen, das verbinde ich damit. Es stärkt dabei auch direkt die Präsenz im Internet. Wir sind mit bestimmten Bildern präsent, man kennt uns, man sieht das Bild und es weiß, aha, es handelt sich um dieses Unternehmen. Außerdem verändern Bilder die Wahrnehmung, das heißt, wir können die Wahrnehmung zu einem Unternehmen, gerade wenn es um Marken- und Imagepflege geht, ändern. Wir können Bilder verwenden, damit ein positives Gefühl erzeugen und so auch dieses positive Gefühl auf unser Unternehmen lenken, auf unsere Zielgruppe transportieren, sodass das Ganze dann auch miteinander in Verbindung kommt. Ich habe ein kleines Quiz für Sie. Gerade wenn es um Marken- und Imagepflege geht, möchte ich gerne von Ihnen wissen, vielleicht können Sie mir das auch direkt im Chat beantworten, von wem wohl dieses Bild stammt, von welchem Unternehmen. Okay, ich sehe schon, die meisten werden es kennen. Genau, richtig, Hornbach ist die Antwort. Und genau das meine ich. Man hat eine Bildsprache, die Hornbach hier natürlich sehr gut zeigt. Das Bild ist nicht überladen, die Typografie kennt man, keiner spürt es so wie du auch diesen Satz. Generell, die Bildkomposition ist bekannt. Das hat einen Wiedererkennungswert. Das heißt, wir sehen dieses Bild und registrieren sofort, ohne dass irgendwo das Logo steht, aha, das ist Hornbach. Andere Möglichkeit für Bilder, für Marken- und Imagepflege ist hier von HubSpot. Infografiken werden immer beliebter im Internet. Weil Infografiken haben die besondere Eigenschaft, dass sie Grafik, Bild mit Text verbinden. Sie haben die Eigenschaft, wirklich Informationen zu vermitteln, denn das sind Infografiken. Sie vermitteln wissenswerte Informationen, das macht HubSpot hier auch zum Storytelling. Dass Bilder wichtig sind für Storytelling, hatte ich ja anfangs auch schon erwähnt. Bilder können Geschichten erzählen und damit baut sich HubSpot seine Marke auf. HubSpot auch als Wissenslieferant, als Garant für wissenswerte Informationen, zeigt seine Expertise, zeigt sein Know-how. Hier ein Beispiel von Avalanche, wenn es mal ein bisschen technischer wird, weil viele kommen wahrscheinlich auch von Ihnen aus dem B2B-Bereich. Wenn es ein bisschen technischer wird, dann kann man auch entsprechend technische Details hier darstellen. Man kann wirklich hier nochmal die Expertise aufpassen, worum geht es genau. Man kann komplexe Sachverhalte noch einmal verdeutlichen. Hier geht es um die zentrale Informationsverwaltung, Versandsteuerung, Statistik, Analyse und Reporting.
Das ist alles möglich. Behalten Sie im Hinterkopf, wenn Sie ein solches Bild erstellen sollten, dass es auch natürlich verständlich ist für Ihre Zielgruppe. Was können Sie voraussetzen, wenn Sie ein solches Bild erstellen, dass es auch für die Zielgruppe verständlich ist? Hier, wenn es um technische Details geht, wenn Sie sich an eine Zielgruppe richten mit technischem Hintergrundwissen, dann können Sie natürlich dementsprechend auch Ihr Bild aufstellen. Hier haben wir ein weiteres Beispiel der Krones AG. Wir kennen alle diese Bilder, diese Porträtfotos, wo dann zum Beispiel ein Herr oder eine Frau im Anzug vor der Kamera steht und nett lächelt. Man kann das Ganze aber auch verbinden, das Ganze ein bisschen persönlicher machen, weil Porträtfotos kennt eigentlich wirklich jeder, vor allem wenn es um Stellenangebote geht, wenn es um personelle Veränderungen geht. Hier hat die Krones AG eine eigene Aktion gestartet mit dem Hashtag Smile. Sind wirklich durch das Unternehmen gegangen, haben dort Auszubildende, Praktikanten, festangestellte Mitarbeiter fotografiert, immer mit diesem Hashtag Smile, mit einem netten Lächeln auf dem Lippen. Das Ganze kommt persönlich herüber, das Ganze weckt Emotionen in diesem Moment. Man möchte zeigen, wir sind zufrieden, wir sind glücklich. Das möchten wir auch unseren Kunden zeigen, das möchten wir auch auf unsere Kunden übertragen. Dieses Gefühl. Eine Kampagne, die ich selber ganz interessant und sehr unterhaltsam fand, war von Oreo. Das war zur Zeit des Super Bowl. Und zwar ging das Ganze nach dem Motto Cookie or Cream. Das heißt, hier konnten die Kunden selber Bilder von sich einschicken. Und Oreo hat daraus, entweder mit dem Keksteig oder mit der Milchcreme, Skulpturen angefertigt, diese abgelichtet und dann auch auf den Social Media und auf ihren Internetseiten bereitgestellt. Eine sehr lustige Aktion. Was ich Ihnen damit zeigen möchte, ist, dass Sie auch Ihre Kunden mit einbinden können in Ihre Bilder. Das heißt, Sie haben bestimmt dort draußen Kunden, die sind sehr überzeugt von Ihrem Produkt, von Ihrer Dienstleistung. Die nutzen Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung sehr gerne. Dann fragen Sie Ihren Kunden auch einfach, ob Sie das Ganze auch zum Ausdruck bringen möchten. Denn hier habe ich noch ein weiteres Beispiel der Word Group. Und zwar kommt dieses Bild aus Indien. Das heißt, auch Kunden können direkt Bilder selber zu Ihnen einschicken, diese veröffentlichen, wo man einfach auch sieht, Ihr Kunde in Kombination mit Ihrem Produkt, sei es nun wie jetzt hier mit einem Regenschirm, sozusagen nach dem Motto Product Placement, aber natürlich auch in Alltagssituationen, wie Ihre Kunden Ihr Produkt nutzen. Wir hatten das jetzt zum Beispiel auch in den letzten Tagen, gab es auch diese Kampagne mit Nutella, wo dort auch die Kunden dort ihre Bilder oder auch Videos einschicken konnten, wie sie denn selber Nutella nutzen, was sie mit Nutella verbinden, was sie alles mit Nutella gemacht haben. Binden Sie einfach Ihre Kunden mit ein, denn das sind unter anderem auch Ihre Markenbotschafter, die Sie für sich einsetzen können. Wenn Sie nun selber Bilder produzieren möchten, dann haben Sie da verschiedene Möglichkeiten. Entweder Sie verfügen über einen professionellen Grafiker, der Ihnen die Bilder macht, oder Sie beziehen Ihre Bilder von gut sortierten Bilddatenbanken, zum Beispiel Getty Images oder auch iStock, Shutterstock. Jetzt ist es allerdings natürlich auch so, dass immer mit einem gewissen Kostenaufwand verbunden ist. Sie sich zum Beispiel sagen, okay, ein professioneller Grafiker habe ich vielleicht, vielleicht habe ich auch nur einen, aber keine zwei, da fehlt mir dann so ein bisschen die Ressource, um den einzusetzen, oder ich habe keinen professionellen Grafiker, weil das auch das Budget nicht erlaubt, oder auch in den Bilddatenbanken ist ebenfalls spielt diese finanzielle Ressource eine Rolle. Dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, auch selbst zu produzieren. Wenn wir aber über Bilddatenbanken reden, das ist noch ein Punkt, den ich kurz einschieben möchte, bevor wir dann zur Selbstproduktion kommen, ist natürlich das Thema Bildrecht. Das Thema Bildrecht ist sehr umfassend, deswegen möchte ich das hier nur einmal kurz anreißen in Form eines Zitats. Das Allerwichtigste ist es, die Nutzungs- und Lizenzbedingungen zu lesen. Dort erfährt man zum einen, was man mit den Bildern tun darf. In der Regel ist die Illustration von Pressemitteilungen, Websites oder Bannern zulässig. Das ist eine sehr einfache Erklärung, besonders der erste Satz, das Allerwichtigste ist, die Nutzungs- und Lizenzbedingungen zu lesen.
Ich möchte Sie da auf jeden Fall auf das komplette Interview mit dem Rechtsanwalt Thomas Schwenke verweisen. Dort finden Sie nochmal weitere Details. Wichtig ist nur bei den verschiedenen Bilddatenbanken, die haben auch verschiedene Lizenzbedingungen. Und wenn Sie zum Beispiel lizenzfreie Bilder sehen, heißt das nicht, dass Sie diese wirklich frei nutzen können. Es ist nämlich immer wichtig zu schauen, welche Bilder darf ich verwenden und vor allem, wo darf ich diese verwenden? In einer Online-Pressemitteilung, in einem Newsletter oder in den Social Media. Das Ganze wird in den Lizenzbedingungen beschrieben. Sie finden auf jeden Fall auch schon einmal Hinweise in dem Interview mit dem Rechtsanwalt Thomas Schwenke. Wir haben zudem für Sie auch noch einige weitere Blogbeiträge zu diesem Thema bereitgestellt. Am Anfang nochmal dieses Interview, aber auch 5 Tipps. So machen Sie Ihre Bilder und Grafiken rechtssicher und Bildquellen, Online-Pressemitteilungen korrekt angeben. Dort können Sie sich dann auch schon einmal über das Thema Bildrecht weiter informieren. Sie finden die entsprechenden Links zu den Blogbeiträgen nachher auch im Chat. Kommen wir nun zur Selbstproduktion. Denn wie gesagt, manchmal ist vielleicht die menschliche Ressource oder auch die finanzielle Ressource nicht da. Jeder von Ihnen wird entweder eine Digitalkamera oder auch ein Smartphone haben. Mit einer integrierten Kamera natürlich. Das ist für Sie eine sehr einfache, eine sehr schnelle, unkomplizierte Möglichkeit, Bilder selbst zu produzieren. Denn retuschierte Bilder, Bilder mit Models, oder auch professionelle Bilder, gestellte Bilder, denen fehlt es teilweise ein wenig an Authentizität. Und das ist vor allem für eine transparente Unternehmenskommunikation wichtig. Einfach authentisch zeigen, zeigen, hey, hier in unserem Unternehmen sitzen auch nur Menschen, genau wie unsere Kunden dort draußen. Jetzt ist die Präsentation ein wenig gesprungen. Ich gehe mal kurz zurück zur letzten Folie, wo wir waren. Wir waren genau hier. Dass dort auch nur Menschen sitzen, dass sie damit Authentizität zeigen. Außerdem ist es eine sehr kosteneffiziente Möglichkeit. Sie haben die Digitalkamera bereits, Sie haben die Handykamera bereits. Also können Sie diese auch direkt benutzen. Da möchte ich Ihnen gerne noch etwas vorstellen, was wahrscheinlich auch jeder bei Ihnen auf dem Rechner haben wird. Integriert in die Office-Programme, zum Beispiel bei PowerPoint, sogenannte SmartArt. Das hat eine sehr intuitive Behandlung, ist eine einfache Handhabung und ebenfalls kosteneffizient. Und es ist vor allem geeignet für den B2B-Bereich. Denn Sie können damit Verschiedenes darstellen. Sie können Listen darstellen, Sie können Prozesse oder auch Zyklen darstellen, Hierarchien, Beziehungen. Das heißt, es handelt sich vor allem hier um ein Tool, was Sie nutzen können für eine technische Wissensvermittlung. Und vor allem für B2B auch geeignet. Es ist aber natürlich auch sehr experimentell. Das heißt, Sie können hier auch ausprobieren, was passt für Sie am besten. Sie können damit ein bisschen rumexperimentieren, ein bisschen rumspielen. Sie können wirklich Prozessabläufe anschaulich darstellen, Hierarchieebenen darstellen. Und Sie müssen einfach ein bisschen damit experimentieren. Was für Sie wichtig ist, Sie können verschiedene SmartArts miteinander kombinieren. Sie können verschiedene Farbgebungen geben. Sie können natürlich hier wirklich schauen, was für Sie geeignet ist, was Sie vermitteln möchten. Das zu dem Punkt Selbstproduktion. Ich möchte noch kurz etwas anfügen zu diesem Thema. Das ist wirklich, dass Sie nicht angewiesen sind auf Bilddatenbanken. Wirklich gehen Sie raus oder gehen Sie zu Ihrem Unternehmen, gehen Sie zu Ihrem Mitarbeiter. Machen Sie dort einfach spontan Fotos. Das erhöht einfach die Authentizität. Sie vermitteln damit auch ein Gefühl von Transparenz und sind damit auch natürlich dementsprechend auf der sicheren Seite, wenn es um das Thema Bildrecht geht. Bilder haben sich ganz klar zum Trend im Web entwickelt. Das sehen wir vor allem auch daran, dass es verschiedene soziale Netzwerke gibt, die sich nur mit den Themen Bilder auseinandersetzen. Das ist aber auch gar nicht verwunderlich, denn Bilder integrieren sich super in die Internetstruktur. Liegt einfach daran, dass diese wirklich Informationen vermitteln, sogar viele Informationen vermitteln können und leichter zu erfassen sind. Wir haben hier zum Beispiel Pinterest als soziales Netzwerk, um Bilder zu veröffentlichen, Bilder mit den Internetnutzern zu teilen. Bilder haben sich aber auch bei den Suchmaschinen zum Trend entwickelt. Hier Google. Das heißt, wenn Sie nach einem Begriff, einem Keyword suchen, dann zeigt Ihnen Google auch direkt entsprechende Bilder an. Das heißt,
Bilder sind für die Suchmaschine als Informationsquelle wichtiger geworden. Und daher ist es natürlich auch wichtig, Bilder zu optimieren, damit diese dann auch entsprechend von den Suchmaschinen indexiert werden. Da möchte ich Ihnen gerne drei kleine Tipps geben, die Sie einfach umsetzen können, um Ihr Bild zu optimieren. Zum einen binden Sie wichtige Keywords in die Bildbeschreibung ein. Wir haben hier ein Beispiel, eine Online-Pressemitteilung von der DAS Rechtsschutzversicherung und zum Keyword Arbeitszeugnis wurde hier verwendet. Das ist ganz wichtig, auf der einen Seite natürlich, dass die Suchmaschinen auch ihr Bild indexieren im Zusammenhang mit der Bildbeschreibung. Das heißt, wenn nach diesem Keyword Arbeitszeugnis gesucht wird, dass dann auch ihr Bild, das sie verwenden, dort erscheint in den Suchmaschinenergebnissen, nicht nur selber bei der Bildersuche, sondern auch entsprechend bei der normalen Suche. Ein weiterer Tipp ist, dass Sie Ihr Bild mit relevantem Text umfließen lassen sollten. Was wir jetzt hier sehen, ist ein Bild von einem Hund, der auf einem Bett liegt. Wir können das sehen, wir können dieses Bild lesen, das kann die Suchmaschine allerdings nicht. Sie kann dieses Bild an sich nicht lesen. Deswegen haben wir hier die Möglichkeit, einmal die Bildbeschreibung natürlich, aber auch relevanten Text, um das Bild herumfließen zu lassen. Hier von Doggybett und Catbett, Relevanz, orthopädisches Hundebett. Kann man hier ebenfalls auch sehen, wird das Keyword öfters verwendet. Und so können wir wirklich sicherstellen, dass die Suchmaschinen den umfließenden Text und das Bild im Zusammenhang sehen. Ich möchte kurz entschuldigen, dass das Bild hier manchmal etwas rumswitcht. Aber wir sind ganz schnell auch wieder bei unserer aktuellen Folie angelangt. Den dritten Tipp, den ich Ihnen geben möchte, verwenden Sie Bilder mehrmals. Denn was passiert ist, dass die Suchmaschinen den Bildern so eine höhere Beliebtheit und Relevanz zuordnen, weil das Bild auch mehrfach im Internet erscheint, mehrfach indexiert wird. Dieses mehrmals verwenden können Sie auf zweierlei Wegen erreichen. Entweder wirklich, dass Sie dieses Bild in verschiedenen Formaten bereitstellen, auf verschiedenen Kommunikationskanälen wie Blogs, Presseportalen, Dokumentennetzwerken, Bildernetzwerken, Social Media und Fachportalen, aber auch, dass Ihre Bilder von Ihren Internetnutzern aufgegriffen werden, zum Beispiel auch geteilt werden, kommentiert werden, geliked werden und so auch nochmal eine stärkere Reichweite erzielen, so auch noch einmal die Beliebtheit und Relevanz Ihres Bildes wiedergespiegelt wird. Was Sie damit erreichen, ist eine erhöhte Sichtbarkeit in den Suchmaschinen, das heißt, Sie tauchen mit Ihren Bildern auch mehrmals in den Suchmaschinen auf, erreichen mehrere Indexierungen und höhere Sichtbarkeit, höhere Reichweite für Ihre Bilder, aber auch für Ihren Text. Kommen wir nun zu dem Punkt, an dem ich Ihnen gerne kurz zeigen möchte, wie das ganze Bilder teilen und verwalten mit PR Gateway funktioniert. Wenn Sie sich bei PR Gateway angemeldet haben, finden Sie dort eine Übersichtsseite. Dort gehen Sie einfach, ich zeige das mal kurz anhand des Mauszeigers, auf Mitteilung und dort unter Mediathek kommen Sie auf Ihre ganz persönliche Mediathek, wo Sie all Ihre Bilder wiederfinden. Das Ganze sieht dann folgendermaßen aus. Sie haben hier die Mediathek mit allen Bildern, die Sie jemals über PR Gateway hochgeladen haben. Sie können natürlich hier auch direkt ein neues Bild hochladen. Dafür gibt es dann diesen Button, Bild hochladen. Und es öffnet sich ein Fenster, in dem Ihnen gezeigt wird, welche Bilder eigentlich unterstützt werden, die Sie hochladen können. Wenn Sie das Ganze sich dann für ein Bild auf Ihrer Festplatte entschieden haben, öffnet sich folgendes Fenster, in dem Sie weitere Bildinformationen angeben können. Das heißt, Sie können einmal einen Bildnamen geben. Der Bildname ist für Sie vor allem wichtig, um Ihr Bild nachher in der Mediathek wiederzufinden. Danach können Sie eine Bildbeschreibung angeben, das sind auch unter dem Bild auf den verschiedenen Portalen, wo Sie das Bild mitsamt der Pressemitteilung oder auch in den Social Media veröffentlichen, gezeigt wird. Hier auch nochmal mein Tipp natürlich, themenrelevante Keywords zu verwenden, um hier noch einmal die Indexierung durch die Suchmaschinen zu steigern. Dann ganz wichtig, die Urheberrechte angeben. Entweder mir, ich bin Urheber, das heißt, Ihnen gehört das Bild, Sie haben das Bild gemacht. Oder Sie können hier auch externe Urheber angeben.
Wie das Ganze dann gekennzeichnet sein soll, gehen Sie am besten auf die verschiedenen Bilddatenbanken, schauen sich an, wie genau möchten die gerne, dass die Urheberrechtskennzeichnung angegeben wird, und übernehmen Sie das so, damit Sie da auch wirklich auf der sicheren Seite sind. Wenn Sie danach auf Speichern klicken, erscheint auch Ihr Bild in der Mediathek. Damit haben Sie das Bild hochgeladen. Von dort aus, von Ihrer Mediathek, können Sie Ihr Bild auch direkt verteilen. Es geht ganz einfach über diesen Button hier. Ein weiterer Dialog öffnet sich und Sie können das Bild auf verschiedenen sozialen Netzwerken veröffentlichen, wo Sie auch ein Profil haben. Und Sie können einen separaten Text angeben, wo Sie kurz erklären, was auf dem Bild zu sehen ist, beziehungsweise was mit dem Bild auf sich hat, und können auch direkt einen Link mit übermitteln. Mit einem Klick auf Absenden können Sie dann auch live verfolgen, auf welchen sozialen Netzwerken Ihr Bild gerade veröffentlicht wird und wann die Versendung abgeschlossen ist. Sie können aber nicht nur Bilder direkt an Ihre Social Media Profile teilen, sondern auch Ihre Bilder zum Beispiel in Ihren Blogbeiträgen einbinden, in Ihren Online-Pressemitteilungen einbinden oder Ihren Veranstaltungsnews einbinden. Da finden Sie dann in der entsprechenden Eingabemaske einen Bereich für das Bild. Dort klicken Sie auf Bild auswählen, hochladen, kommen auf das entsprechende Bild, wählen dieses aus und sehen das dann auch dementsprechend, können die Beschreibung auch nochmal anpassen. Wenn Sie doch nicht so ganz zufrieden sind, können Sie das hier auch noch einmal ändern. Sie können natürlich über diesen Bereich auch direkt ein Bild hochladen, entweder direkt in Ihrer Mediathek oder nur für eine einmalige Verwendung in dieser Online-Pressemitteilung oder diesem Beitrag. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das einfach selber einmal testen. Für 14 Tage können Sie das Ganze dann kostenlos auch ausprobieren unter pr-gateway.de/Anmeldung, welche Möglichkeiten haben Sie haben, Bilder dort einzubinden. Sie können dort unter anderem aber natürlich nicht nur Ihre Bilder direkt teilen, über die Social Media auch verwalten, sondern Online-Mitteilungen versenden, Social Media News veröffentlichen, auch Veranstaltungen bewerben, Ihre Dokumente auf Dokumentennetzwerken verteilen, erhalten zudem auch ein professionelles Reporting, wo Sie sofort sehen, was haben eigentlich Ihre Bemühungen genau gebracht, und können auch Veröffentlichungstermine planen. Das heißt, Sie können hier wirklich für 14 Tage kostenlos ausprobieren, die verschiedenen Funktionen von PR Gateway und was Sie genau alles dort machen können. Damit sind wir soweit am Ende des Inhalts dieses Webinars angekommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn die Präsentation nicht immer rumspinnen würde. So. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch bei den nächsten Webinaren begrüßen zu dürfen. Am 22. Mai beschäftigen wir uns mit dem Thema Duplicate Content in der Online-PR. Was steckt hinter dem Mythos? Das heißt, wir schauen, was genau ist Duplicate Content und was ist es nicht. Und was bedeutet das Ganze eigentlich für die PR-Arbeit im Internet? Dann am 3. Juni 2014 Texten für Leser und Suchmaschinen. Wir schauen uns an, wie man Texte eigentlich optimieren kann, sowohl für die Leser, für die Lesezufriedenheit, aber auch für die Suchmaschinen, um eine gute Sichtbarkeit zu erzielen. Am 1. Juli bieten wir ein Webinar an, was auch auf einen Rat unserer Teilnehmer zurückführt, denn hier geht es um Best Practice, so funktioniert erfolgreiche Online-PR B2B. Hier konzentrieren wir uns auch fokussiert auf den B2B-Bereich. Bevor wir gleich zur Frage- und Antwortrunde kommen, bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie konnten in diesen, ich glaube, jetzt sind es 29 Minuten, einige nützliche Tipps mitnehmen für die Einbindung von Bildern, für die Verwendung von Bildern, was Sie genau mit Bildern alles erreichen und machen können. Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Einmal können Sie uns über PR Gateway erreichen, wenn Sie auch Informationen zu PR Gateway haben möchten, unter der hier angegebenen Telefonnummer und vertrieb@pr-gateway.de. Dann, wenn Sie Fragen zu den Webinaren haben, dann einfach eine Mail an academy@pr-gateway.de, oder wenn Sie gerne alle weiteren Webinartermine auf einen Blick haben möchten oder auch weitere Details zu den Inhalten der Webinare, pr-gateway-academy.de. Weitere Informationen zu Online-PR, Social Media, Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung, all das, was dies umfasst, finden Sie auch auf unserem Blog unter pr.pr-gateway.de. So, dann schaue ich mir einfach mal kurz den Chat an, ob wir hier noch einige Fragen haben.
Falls mir jetzt eine Frage entgehen sollte, keine Sorge, wir bereiten auf jeden Fall diese Fragen auch auf. Das heißt, wir stellen Ihnen auch einen entsprechenden Frage- und Antwortkatalog zur Verfügung zusammen, wo Sie dann die Fragen selber sehen und natürlich auch die entsprechenden Antworten. So, dann schauen wir uns an. Sollte Ihnen auch jetzt nichts einfallen, wie gesagt, können Sie uns auch jederzeit unter den hier angezeigten Kontaktinformationen einfach ansprechen. So, ich schaue mal kurz nach, ob hier noch etwas ist. So, da wurden ja schon einige Fragen von der Regie beantwortet, dafür auch vielen Dank. Schauen wir einmal ganz kurz nach. So, natürlich jetzt sehr viele Teilnehmer, da muss man immer ein bisschen scrollen. So, gibt es bei den Bildern auch Creative Commons? Ja, Creative Commons gibt es auch, aber auch da muss man natürlich immer wieder sich die Lizenzbedingungen durchlesen. Denn Creative Commons heißt nicht unbedingt immer Creative Commons. Ab und zu gibt es dort auch kleine Unterschiede, wo man zum Beispiel ein Bild verwenden darf, in welchem Zusammenhang. Es heißt dann zum Beispiel, okay, für die private Nutzung ist das okay oder für den privaten Blog oder wenn man seinen Freunden gerne etwas zeigen möchte. Wenn es dann allerdings darum geht, das Ganze auch kommerziell zu nutzen, das heißt wirklich in Online-Pressemitteilungen oder auch bei auch Produktseiten, dann müssen Sie sich wirklich vorher erkundigen, ob Sie das mit dem entsprechenden Bild machen dürfen. Wie gesagt, wir hatten ja auch das Interview mit dem Rechtsanwalt Thomas Schwenke, beziehungsweise jetzt auch neu ein Interview mit dem Rechtsanwalt Jens Ferner, wo es auch nochmal um das Thema Bildrecht geht. Da können Sie sich schon mal erste Anregungen holen, worauf Sie genau zu achten haben. Und ansonsten, wie gesagt, immer schön die Lizenzbedingungen auch durchlesen, wo das Ganze dann steht. Wenn Sie sich nicht sicher sind, rufen Sie dort einfach jeweils an, wo Sie dieses Bild gefunden haben und erkundigen sich dort einmal. Da sind Sie wenigstens dort schon auf der sicheren Seite. Sie haben sich erkundigt, möchten gerne wissen, ob Sie dieses Bild verwenden dürfen. Und dann sind Sie da auf der sicheren Seite. So, schauen wir ganz kurz weiter. Ist es ausreichend, Bilder mit dem Keyword zu benennen? Wenn nicht, welche Einstellungen muss ich vornehmen, dass mein Bild auch für Suchmaschinen relevant wird? Das haben wir gerade schon gesehen, dass Suchmaschinen auf jeden Fall auf zweierlei Art und Weise indexieren. Sie indexieren einmal das Bild selber, das ist ganz wichtig dann auch für die Bildersuche, für die Bilderergebnisse in den Suchmaschinen. Das heißt, es ist hier wichtig, welche Bildbeschreibung steht dort unter anderem, dass dort ein entsprechendes Keyword verwendet wird. Zweiter wichtiger Punkt ist vor allem, wenn es auch darum geht, noch einmal die Sichtbarkeit des Bildes, aber auch des Textes zu steigern ist, wenn man wirklich relevanten Text verwendet. Das heißt, dass auch die Keywords, die im Text vorkommen, natürlich auch in der Bildbeschreibung vorkommen, beziehungsweise dass die beiden Bereiche Bild und Inhalt thematisch zueinander passen. Denn das ist auch für die Suchmaschine nochmal ein Zeichen, okay, die beiden Bestandteile dieses Textes gehören zusammen. Ich kann diese beiden gemeinsam, aber auch separat indexieren. Und genau das passiert dann dementsprechend und so können Sie auch nochmal die Sichtbarkeit entsprechend erhöhen. So, ich scroll mich noch ein wenig durch den Chat. Ich kann auch mal wieder ein bisschen nach unten gehen und mal gucken, ob noch was Neues kam. Da war noch eine Frage gewesen. Ich schaue mir die mal ganz kurz an. Noch eine Frage. Bin Veranstalter von genüsslichen E-Bike-Events, Ausflügen, Betriebsausflügen und so weiter. Ich verwende immer unterschiedliche Fotos, aber immer mit E-Bike so sinnvoll. Wollte fragen, ist die Verwendung unterschiedlicher Bilder wahrscheinlich dann besser? Wenn Sie Ausflüge, Betriebsausflüge mit E-Bikes organisieren, dann haben Sie da schon einen großen Fundus an Bildern, die Sie verwenden können. Sie können Bilder direkt von den Ausflügen verwenden. Einfach eine Kamera geschnappt, während des Ausflugs Bilder schießen. Wahrscheinlich dann auch noch dementsprechend mit guter Laune bei einem Ausflug. Ausflüge sind ja meistens mit guter Laune verbunden. Das wirkt dann auch direkt authentisch. Es muss nicht immer das E-Bike direkt groß im Vordergrund als Produktbild zu sehen sein, sondern es kann auch ein Ausflug sein, wo das E-Bike eher so eine Randerscheinung ist. Natürlich auch zu sehen, ganz klar, denn das E-Bike ist natürlich für Sie dann auch wichtig, um das entsprechend zu präsentieren. Aber machen Sie wirklich Bilder auch von den Menschen, die diese Ausflüge mitmachen. Da sollten Sie natürlich auch sicher gehen, indem Sie um die Erlaubnis bitten bei den Ausflugsteilnehmern, ob sie diese Bilder verwenden dürfen. Wenn diese sagen, okay, dürfen sie, dann
Steht Ihnen da nichts mehr im Wege, machen Sie wirklich Fotos von den Ausflügen, von den Betriebsausflügen und dann können Sie das Ganze auch nochmal entsprechend für sich verwenden. Unterschiedliche Bilder ist auf jeden Fall immer gut, denn so halten Sie auch die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe. Frau Seher hat noch die Frage, wie erreicht man so etwas wie zum Beispiel bei Mozart-Suchergebnissen? Das erreichen Sie vor allem damit, wenn Sie Bilder öfters verwenden. Das heißt, auf der einen Seite natürlich unterschiedliche Bilder verwenden, diese unterschiedlichen Bilder aber auch öfters verwenden in verschiedenen Formaten, auf verschiedenen Kommunikationskanälen, weil, haben wir ja auch gesehen, dass die Suchmaschinen das Ganze dann auch einer gewissen Relevanz und Beliebtheit zuordnen. Das ist ein Weg, der ist langfristig. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Bild verwenden, dann wird dieses nicht direkt, so wie wir es jetzt bei dem Mozart-Beispiel gesehen haben, daneben oder direkt in den Suchmaschinenergebnissen angezeigt. Das ist ein langfristiger Prozess, dass Sie wirklich die Bilder langfristig verwenden, unterschiedlich verwenden, um dann so auch die Bilder mit Ihrem Unternehmen, mit Ihren Texten in Verbindung zu bringen. Muss man sich die Erlaubnis besser schriftlich geben lassen? Ja, ganz wichtiger Einwand von Frau Riem-Wagner. Sie sollten sich die Erlaubnis hier schriftlich geben lassen. Natürlich, um dementsprechend auch rechtlich abgesichert zu sein. Ich muss jetzt gerade noch mal ganz kurz hier an den Folien ein bisschen rumwurschteln. Sie sollten sich auf jeden Fall die schriftlich geben lassen. Das ist ganz klar. Vielen Dank, Frau Riem-Wagner, für diese Frage hier noch einmal. So, schauen wir mal ganz kurz nach. So. Kann man Fotos von Usern, die man über Aktionen erhält, einsetzen, ohne zusätzlich auf Urheberrechte hinzuweisen oder muss man explizit darauf hinweisen, dass sie eingesetzt werden? Ich kann Ihnen jetzt hier keine detaillierte Rechtsberatung geben. Sie sollten auf jeden Fall von meiner Warte aus, wenn Sie von Auktionen, Sie können zum Beispiel, wenn Sie eine Auktion starten, können Sie auf der einen Seite in der Auktion direkt mitgeben, dass diese Bilder zum Beispiel in den sozialen Netzwerken veröffentlicht werden. Das heißt, die Teilnehmer der Aktion geben damit ihr Einverständnis, dass diese Bilder auch frei genutzt werden sollten. Aber wenn Sie solche Aktionen machen, dann finde ich es zum Beispiel auch besser, wenn man diese User, die diese eingeschickt haben, auch erwähnt. Das ist für die User selber nochmal so ein schönes Erlebnis, einfach zu sehen, okay, ich werde hier genannt von einem großen, von einem Unternehmen in einer Aktion. Also kann ich das hier dementsprechend hier sehen, meinen Freund auch nochmal teilen, nochmal zeigen. Ich denke, das ist einfach besser. Es ist auch, Sie schaffen damit auch eine Verbindung zwischen sich und dem Kunden jeweils. Also ich würde auf jeden Fall da auch nochmal auf den Nutzer, der das Foto eingereicht hat, aufmerksam machen. Ja, auch hier dieses Thema, wann muss man fotografierte Personen eine Bildveröffentlichung genehmigen? Auch hier kann ich Ihnen leider keine Rechtsberatung geben. Sie sollten auf jeden Fall, soweit ich das jetzt selber auch gelesen habe, schon bei einer Gruppe natürlich immer auf ein Einverständnis sich einholen, ob sie dieses Bild auch verwenden dürfen, wenn sie dieses machen. Also meine Empfehlung ist wirklich, sich diesbezüglich explizit auch nochmal Rechtsberatung einzuholen, auch nochmal einen Rechtsanwalt einfach anzuschreiben und zu fragen, wie es sich genau damit verhält, beziehungsweise wirklich dann, um auf der sicheren Seite zu sein, sich das Einverständnis der Leute zu holen, die man dort abfotografiert. Genau richtig. Der Winkel genau richtig. Im Zweifel immer die Genehmigung einholen, die sie dann für sich auch verwenden können, um dann auf der rechtlich sicheren Seite zu sein. Sie brauchen keine Angst zu haben, dass uns hier irgendeine Frage entgeht. Wie gesagt, wir werden das Ganze dann noch entsprechend im Frage-Antwort-Katalog für Sie aufbereiten und Ihnen dann auch zur Verfügung stellen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Fragen bedanken, für Ihre Aufmerksamkeit. Hier noch einmal die Kontaktinformationen, wo Sie uns erreichen können, wenn Ihnen noch etwas einfallen sollte, wenn Sie Kritik haben, wenn Sie Lob haben, wenn Sie Themenvorschläge haben, dann können Sie das Ganze einfach bei uns dann auch loswerden. Vielen Dank und ich würde mich auch sehr freuen, Sie am 22. Mai, am 3. Juni und am 1. Juli bei uns begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle noch eine erfolgreiche Woche und sage bis spätestens zum 22. Mai. Vielen Dank.